Also ich bin der Meinung, dass das da kein Live-Bild ist, sondern ein Foto und das auch. Also verarsch mich nicht und sag mir, dass hier Live-Cams sind, ne? Das sind einfach bloß irgendwelche Kameras, die mal Fotos geschossen haben. Ja, meine Freunde, da sind wir wieder. Bei The Division. Und jetzt müssen wir den ganzen Kram von dem Peter nochmal machen. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was das soll. Nein, keine Ahnung, Leute. Oh, guck mal hier. Ein gelber Mensch. Guten Tag. Wir müssen hier durch, Freundchen. Wir müssen sicher gehen, dass sie sauber sind. Wen guckst denn du an? Das trifft alle gleich. Ah, jetzt. Brooklyn soll nicht so schlimm sein. So. Ja, jetzt müssen wir im Endeffekt die Missionen, die wir in der Open Beta schon gemacht haben, wieder wiederholen, nehme ich mal an. Vielleicht kommt noch ein paar zusätzliche Inhalte dazu. Also, dass es sich jetzt ein bisschen verändert hat als in der Open Beta. Ruhig. So. Was ist denn das jetzt für eine Kacke? Ich nehme hier mit 60... Hä? Im Spiel habe ich 60 Frames, aber meine Datei soll angeblich bloß 27 Frames aufweisen. Also, wer sich mit DxStory auskennt, der weiß, was ich meine. Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Gucken wir mal, ob das am Ende denn auch Videoaufnahmen technisch ordentlich läuft. Oder ob ich mir jetzt gerade die Aufnahme versaut habe. Ja, das heißt es natürlich leveln, leveln, leveln. Ich muss ja wieder auf den Stand kommen, wo ich bei der Open Bitter war. Ups, hier haben wir was. XP! Ja. Ups, falscher Knopf. Die Waffen sind okay. Tun wir es also. Und wenn sie Kinder haben, tu einfach so, als ob du es ernst meinst. Dann geben sie nach. Vor allem mit Kindern. Ja. Und wenn nicht, dann geht das auf sie. Sie sterben nur dann, wenn sie sich dafür entscheiden. Sie haben die Wahl. Das ist doch Blödsinn. Ja, aber ich gebe reichen Arschlöchern keinen Freifahrschein, nur weil sie Familie haben. Ihre hat Familie und meine verhungert. Jetzt sei ein Mann und lass es uns tun. Uiuiui. Wo spiegelt sich denn hier das lilane Licht in den Pfützen wieder? Oder habe ich es mit den Augen? Sie sich mit mir anlegen? Was willst du denn? Hast du irgendein Problem oder was? Hä? Okay, der kein Schiss. Oder nur, weil er mich nicht gesehen hat. Das gehört mir! Fick mir. Dich! Fick was dich! Ich habe nichts, was Sie wollen. Oh, scheiße, zu spät gesehen. Zum Glück hat das Magazin ausgereicht, ne? Ich war direkt so ein bisschen überrascht gerade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was denn? Halt. Wo kommst du denn her? Halt mal, da ist noch einer. Irgendwo soll hier noch eine Gefahr sein. Da. Dich denn für die Party bestellt? Keiner. Aber gut, dass du einfach mal vorbeischaust. Ich glaube, hier waren auch Gegners. Da könnte ich ja vielleicht noch mal ein bisschen was abgreifen. Oder? Ist das ein Gegner? Ne, ist keiner. Ich kenne doch die Ecke hier. Da hinten stromern doch sonst immer Leute rum. Oder diesmal nicht? Doch, doch, doch. Hört das? Nee.
du. Da oben drin. Da oben drin, die haben gerade Streit, ne? Beziehungsstress. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Und wenn schon. So, da vorne soll jetzt die Action gehen, oder was? Ach so, ja, genau. Jetzt Achtung, Wechsel auf lokale JTF-Frequenzen. Jetzt wollen wir ja gleich zum Präsidentenplaza. Vorsicht! Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Ohne auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke! Los, los, los! Ich muss kurz nachladen, Freunde. Wartet. So, hier noch ein paar Kugeln, da noch eine. Du und ich, mein Freund, auf die Entfernung? Gar kein Problem. Komm noch mal ein Stück näher ran. Das ist ein Gegner. Ich habe nur eine Granate. Achso, ich muss ja hier gar nicht halten. Oh, Battlefield von gestern Abend. Das schlägt dann noch nieder. Wenigstens einen rausgelockt. Ich gehe mal näher ran. Au! Reißt sie denn so? Oh, ich brauche dringend Attachments für die Knarre. Die hält ja kein Stücken gerade. Ups. Der haut ganz schön rein, der Junge. Oh. Jetzt muss ich schon wieder eine Spritze setzen. Was ist denn hier los? Kann ich nicht mehr zielen? Geht doch. Total wackelig. Ich habe noch kein Energy Intus. Ich glaube, daran liegt's. Oh, Loot. Oh, ich loote schon und die sind noch Leute. Hello. Ich muss euch sagen, das ist übrigens ein Deckungsshooter. Deswegen verstecke ich mich auch die ganze Zeit. Ne? Normalerweise hätte ich da jetzt gar kein Problem, auf euch so zuzurennen und euch ein Messer in die Kehle zu stecken. Die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht? Die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Ach, das kaufe ich dir nicht ab. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen Sie das an. Das ist ja schön, wenn du das hast. Ich ziehe mich erstmal um, ne? Dumme und Paul, schicke Attachments hier. Sie hieße da, ein Schalldämpfer für die M4. Die kann ich doch direkt verwenden. Hallo. So. Hä? Nein, der Schalli geht nicht für die M4. Bin ich jetzt blöd? Ich habe keine Attachments gekriegt? Doch, da. So. Und nu? Keine Attachments. Ich glaube es nicht, Leute. Das war das Attachment. Nein! Zum Scheiß. So eine Scheiße. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Na, wenn das gesenkt ist. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten.
Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Warum ist denn mein Lager leer? Eigentlich müsste mir hier doch so ein Anzug, ne? Ich habe doch Zusatzinhalte freigespielt. Wo ist denn das schicke Sweater? Was ist denn hier los? Ach ja, hier sind wir die Karte mit Mission. Oh. Wenn ich das schon alles sehe, ne? Guckt euch das an. Was wir da nicht alles wieder zu tun haben hier. Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst. Und dabei kläglich scheiterten und auf furchtbare Weise den Tod fanden. Klar, sie hatten wesentlich mehr Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's? Das Schicksal ist hart und ungerecht. Da kann man nichts machen. Denk positiv. Ich bin nur heilfroh, dass du da raus musst und nicht ich. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, okay? Wenn sie nach Virenproben suchen, bei Abel sollen sie ein paar Scheine gefunden haben. Wer von euch redet gerade? Sie noch ein Nö. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Ah, da kann ich jetzt Sachen herstellen. Wie sieht denn das jetzt eigentlich aus hier? Fertigungsstation. Zeig mal her. Ach so. Dafür brauche ich die Blaupausen und dann kann ich mir hier die Gegenstände herstellen. Bisher nur grüne. Oh Mann. Beliebiger Bonus. Blaupausen muss ich kaufen. Stoff. Okay. Dann ist es ja super, wenn man Messi ist. Ne? Ich nehme sowieso immer gern alles aus der Welt mit, wie man in der Open Beta schon gesehen hat. Dann werde ich mir hier ein paar schicke Dinger zusammennehmen können, nicht wahr? Benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt. Aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Was ist denn ein PMC? Was, wovon du überhaupt sprichst, Mädel? Hab ich da gerade was an der Hand? Ne? So, Leute. Nein. Hey. Hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können. Nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus. Auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger. Das ist meine Stadt. Wir holen Sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay. Okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Ja, Mädel. So, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte die Sachen verkaufen, hey, die ich jetzt nicht brauche hier. Ja, ich will was verkaufen. Hallo? Ein Wort genügt und es gehört Ihnen. Nö, von deinem Kram hier nichts. Aber danke. Ich schaff das nicht mehr. Da, Tirant Schalldämpfer. Wo ist jetzt das scheiß Problem? Warum kann ich das Ding? Ach so, das ist für die Pistol. Na denn. Erstmal alles verkaufen hier. So, das dann nicht. Das packe ich nämlich. Ja, das weiß ich. Einmal auf meine Pistole draufschnallen. Schnallen vor allen Dingen. Stacken.
Genau. Weil ich die ja auch so oft benutze, die Pistole, ne? Augenzwinker, Zwinker. Mensch, quatsch mich doch nicht so von der Seite an. Ich habe erstens nicht genug Kohle. Und zweitens, ich will erstmal ein bisschen plündern gehen. Aber verrat's nicht der Alten, ne? Die kriegt sonst noch mehr Probleme mit ihrem Hingefuß. Gehen wir mal raus hier. Oh, er rennt immer noch. Also er geht immer noch so lahmarschig, wenn man hier durch den Trakt geht. Weil Desinfektion braucht seine Zeit, ne? Spielersuche, lassen Sie Agenten Ihre Gruppe, indem Sie hier Tabulator drücken. Bla bla bla, kenne ich alles. Möchten Sie jetzt nach einer Gruppe suchen? Nö. Ich habe meine Leute. Aber die sind jetzt nicht dabei. Von daher. So, dann werden wir mal hier wieder die erste Mission machen. Oh, warte halt. Da ist jemand bedürftig. Das hat Vorrang. Ja, wie kann ich Ihnen helfen, Madame? Ein Medipack. Okay. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. So wir halten ja, Dr. Campbell und Ihr Team gefangen. Wir brauchen Sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Als würden wir in so einem Horrorfilm leben. Kann ich die Schwierigkeit auch für mich selbst festlegen oder muss ich dann mit anderen spielen? Nee, oder? Warte mal, hier liegt noch irgendwas. Hier doch was liegen lassen, ne? Arbeitshandschuhe. Sind die besser? Wartet, halt, Leute. Kurz vorher equippen. Die hat mir bessere Handschuhe gegeben. Das ist eine nette Frau. Da hat sich das Midi-Pack doch gelohnt, nicht wahr? So, Jungs, was ist los? Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn Sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Ach, erst dann. Oh, oh. Ganz ruhig, ich bin vielleicht in Frieden hier. Nein! Ich bin nicht in Frieden hier. Ihr merkt selbst, ich bin ab den Aimbot super an, deswegen ziele ich auch die ganze Zeit auf die Beine. Da irgendwo ist noch hier noch einer. Oder auch nicht. Paranoia incoming. Doch, da oben. Muss ich mal kurz rumrennen. Ja, ich kann nicht von da, aber von der anderen Seite nicht so gut sehen. So, guck mal, hier kann ich viel besser schießen. Was machst du denn? Boah. Du nervst ja überhaupt nicht. System verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Gut, warte mal. Ich will noch mal kurz gucken, ob hier noch so ein tolles Verbandszeugmaterial ist, damit ich das für Notfall nutzen kann. Aber es scheint nicht so, dass hier was ist. Nee, ich könnte auch einfach auf die Minimap gucken können, liebe Freunde. Habe ich auch nicht getan. Selber schuld. Was? Ne? Achso, dass es hier lang geht. Ja. Das hätte ich jetzt nicht geahnt, ganz ehrlich. Und der Bluescreen. Da ist er wieder. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Also ich bin der Meinung, dass das da kein Live-Bild ist, sondern ein Foto. Und das auch. Also verarsch mich nicht und sag mir, dass wir Live-Camps sind, ne? Das sind einfach bloß irgendwelche Kameras, die mal Fotos geschossen haben. Hier ist ernsthaft kein Medikit-Dingens. Oh ja, verstecken wir gut. Ja, den Gang kennen wir. Da hinten war, glaube ich, nichts, oder? Ich muss mal nachgucken. Ne, ist nichts. Da können wir noch mal ein bisschen Muni aufladen. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Die Deckung. Oh. Da draußen ist noch wer. Schießt, wenn ihr was seht. Das ist. Ich wusste, dass hier noch irgendwo ein Erste-Hilfe-Set ist. Alter.
Ach ja, die haben ja wieder 10 Milliarden Granaten dabei. Warte, warte. Ja, doch nicht so schnell. Wenn ich die fertig mache, die schon weit weg sind, dann sind die mir am Ende, wenn sie nah ankommen, nicht mehr so gefährlich. Ey, oh, Alter. Ey, das kannst du keinem erzählen, was ich mir jetzt zurechtballer. Stirb doch einfach. So, deine eigene Bombe bei dir. Oh, nicht schon wieder so viele. Seht ihr, die sind jetzt eigentlich kaum noch eine Bedrohung. Kann ich wieder die da hinten ein bisschen anschieben. Der ist down. Oh, der mit der Granate, der nervt bestimmt gleich. Ist noch einer hier in der näheren Umgebung? Nee. Hallo. Oh, ey. Ich kann da nicht durchschießen. Das ist doch nur ein Bett. Da werde ich wüterig. Nein. Oh, renn dahin, wo ich hin will. Der springt so steif, weißt du? Oh, ey. Ich habe da keine Lust zu, ne? Die mit ihren Scheiß... Pass auf, ich habe auch noch eine Granate. Nein, renn da nicht aus dem Bereich raus. Oh, jetzt kommen die Lila drin. Einer weg. Scheiße, Mann. Lauf mich doch nicht voll. Scheiße. Ganz ruhig. Ganz. Er trifft mich natürlich. Renn, renn, renn um dein Leben. Lass mich in Frieden, ey. Weh, jetzt kommt noch wer. Ich wollte schon sagen. Und ihr kleinen Pisser habt nicht mal irgendwie was dabei? Schokoriegel? Oder Waffenattachment, eine Gatling, Panzerfaust? Nichts. Nichts. Was soll ich dazu sagen? Halt mal, einmal mit Profis. Hier ist was. Oh, danke schön, danke. Ich kann wirklich nichts fallen lassen, ne? Gar nichts. Das kenne ich aus der Beta, aber anders. Oh, jetzt schluck auf. Das heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Alles klar. Wo ist die Tür? Leute? Ich brauche ein Trinkreset. Scheiße. Wo kriege ich denn das jetzt her? Ist ein Secondhand-Laden irgendwo? Leider nicht. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Das habe ich schon soweit verstanden, danke. Ich finde die Position hier nämlich immer ganz gut, obwohl ich mich von da schieße.
Der wird mir am gefährlichsten. Ne? Der kann nämlich schräg von da hinten auf mich schießen. Das ist ein bisschen problematisch, aber ich glaube. Ey. Warte mal ab. Nee, nee. Vor allem die. Ich bin hier allein immer noch. Die anderen Typen stehen immer noch unten und streicheln sich die Eier. Keine Munition mehr. Oh. Habe ich da nicht die Munition hinten mitgenommen? Oh, jetzt habe ich ein Problem. Haha, 7 Schuss. Dann hoffen wir mal, dass sie ein bisschen was abfallen lassen, ne? Sonst muss ich gleich das Ding mit der Pistole rocken. Lass die Leute in Ruhe. Willst du hin? Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Ja, das habe ich so verstanden. Ich sammle doch noch mal ein bisschen Munition ein. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. Ja, ja, ganz locker bleiben. Ich equip mich mal kurz noch ein bisschen. Ich habe gerade irgendwas bekommen. Siehst du, mit 17 Rüstungen lässt sich das schon einfacher leben. Habe ich noch irgendwas bekommen? Habe ich noch irgendwas? Nein, ich habe nichts bekommen. Okay, dann halt nicht. Dann versuchen wir es mal so. Steuerung drücken. Und hoch der. Ja, du, das ist immer ein bisschen schwierig, ne? Nehme ich links oder rechts? Links oder rechts? Okay, alles klar, ich hab rechts genommen. Warte mal, bin ich da hin drin? Da! Hier sind immer noch mal ein paar Sachen. Explosivgeschoss. Okay, da hinten gibt es das auch noch. Ich renne da auch noch mal lang. Ich weiß, die Zeit drängt wahrscheinlich, aber da muss er sich jetzt mal ein bisschen gedulden, ne? Wenn ich hier schon die Möglichkeit habe, mal so ein bisschen zu gucken, was hier so los ist. Da, noch so ein Koffer. Da! Und wieder was gekriegt. Ich sag's ja, man muss einfach mal auch in die Ecken gucken und nicht immer nur strikt da langlaufen, wo es einem gezeigt wird. Und schon bin ich nämlich highly green equipped. Das ist ungefähr das Level legendär. Nein, Leute, ist es leider nicht. Das ist so das Anfangsequip. So dass das Weiße oder das Graue, was ihr bis jetzt gesehen habt, das ist ja mehr so, wie soll man sagen, als wenn die Gegner durch Papier schießen müssen. Und jetzt ist es wirklich so, als wenn ich Stoff trage. Leichten Stoff. Ja. So ein T-Shirt. So kugelsicher sind meine Klamotten. Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt. Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Feindfrei. Weitere Feinde im Anmarsch. Ach so, ich verletze ihn ja auch gar nicht. Ja, ja, fick dich. Was machen die da hinten jetzt? Die denn für ein Problem? Jetzt, die rennen erst nach hinten und spurten dann wieder hierher?
Ganz ruhig da oben. Jetzt hat er sich selbst eingedieselt mit seinem Mock hier. Ganz ruhig mit... Nein, nicht schon wieder einer, oder? Oh mein Gott. Wie viele von den Scheißtypen kommen denn hier noch? Schon wieder ein Treffer. Oh Gott, nein. Das ist echt nur ein bisschen überladen, ne? Du Typ da hinten, ne? Du kannst doch mal deine... Ganz ruhig, ich habe hier einen Auftrag. Denkt ihr, ich mache das zum Spaß? Da hast du dein Mützchen etwas zu weit rüber gucken lassen, Freundchen. Nein. Munition, wie sieht's aus? Oh, das wird knapp. Das wird scheiße knapp. Halt, nee, hier ist irgendwo Munitionsdringen. Da links. Oh oh, 30 Schuss noch. Fuck, 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 fuck. Ja, bleib doch einfach da stehen. Genau, nochmal runtergehen. Ich hab's geschafft! Mit der Pistole. Und ihren Stab. Keine Verluste. Fuck you, ey. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann. Ja, ich hoffe, das hat sich gelohnt hier. So, warte, hier ist irgendwo der Koffer. Direkt vor meinen Augen, ich sehe ihn wieder nicht. Natürlich da, wo der sich versteckt hatte, ne? Also Medipack immer mitnehmen. Jetzt bin ich voll, den Rest kann ich nicht mehr mitnehmen. Ihr lasst mir hier ein bisschen zu wenig Loot liegen, ne? Habe ich euch das schon mal erzählt? Was habe ich denn jetzt dazu gekriegt? Irgendeine Waffe? Oh, eine M, ja. Eine Schrotflinte. Cool. Will ich nicht. Welche Maske? Eine Maske? Eine andere Pistole. Oh, die M9 Militärversion. Ja, dann nehme ich doch die und die werde ich auch gleich nochmal mit dem Schalli versehen. Und wie versehen ist es doch wichtig, eine Pistole dabei zu haben, sonst hätte ich mich hier ganz schön in die Scheiße manövriert. Aber jetzt kann ich hier endlich, glaube ich, da ist bereits ein Holovisier drauf, aber ich kann jetzt das ACOG drauf machen. ...604 Schuss. Ich muss mal wissen, wo der das mit hat, ne? Ja, lässt sich gut durchschauen. Gut, dann verlassen wir mal den Bunker hier. Fertigkeit zuweisen. Der Wettschuss... Das kriege ich eigentlich alles mit, so viel Zeug, wie hier aufploppt. Was nehme ich denn als zweite Fertigkeit? Gibt es Sicherheit? Ja, nehmen wir mal unseren Explosionsdingen. Den fand ich auch immer ganz gut. Talente. Kann ich noch nicht zuweisen. Vorteile kann ich auch noch nicht zuweisen. Kommt wahrscheinlich dann erst so gegen Level 8. Was? Primärattribute. Waffenausdauer und Elektronik.
sind die drei Primärattribute eines Agenten. Sie erhöhen jeweils Waffenschaden, Lebenspunkte und Fertigkeitenstärke. Dann haben wir hier Primärattribute erhält man. Die E-Punkte kann man gar nicht sehen. Primärattribute erhält man über angelegte Ausstattung. Suchen Sie Ausstattung mit den passenden Attributen, um Ihre Waffenschaden, Ihre Lebenspunkte und Ihre Fertigkeitenstärke zu erhöhen. Spezialisieren Sie sich auf ein Attribut, fahren Sie zweigleisig oder entscheiden Sie sich für eine ausgewogene Allround-Zusammenstellung. Sie allein bestimmen Ihren Spielstil. Also, Waffenausdauer in der Elektronik. Waffen, Ausdauer und Elektronik. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was meins sind. Ich glaube primär wahrscheinlich Waffen. Elektronik kann ich jetzt noch nicht so viel mit anfangen, was das bedeutet für mich. Huch, nicht runterfallen. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal mit Jessica Campbell in der Basis reden, ne? Läuft Musik. Ich glaube, das kann ich gar nicht mitnehmen. Ich kann nur zwei mit. Ja, ich wusste es. Sorry, wer auch immer das findet. Ich wollte es nicht auspacken. Ich habe es noch nie angesabbert. Und jetzt kommen wir zu unseren Freunden wieder zurück. Na? Ja, es ist übrigens schon vorbei, ne? Ihr kleinen Spinner. Affenkinder. Was soll ich daran denken? Du denkst lieber mal dran, die Eier wachsen zu lassen, mein Freund. Damit du nächstes Mal helfen kannst. Guten Tag, ich möchte mit Jessica Campbell reden. Hallo, Jessica Campbell, bitte in Kassa 1. Jessica Campbell, bitte. Oh, hier so blaue Beleuchtung. Hier haben die bestimmt noch ein paar Spielchen gemacht, ne? Sie leisten gute Arbeit, aber lassen Sie jetzt nicht nach. Lassen Sie jetzt nicht nach. Die hat sich auch keinen neuen Spruch einfallen lassen. Ah, wollen wir mal auf die Uhr gucken? Passt mal auf, Leute, mir fällt da mal was auf. So, diese Uhr, ihr seht sie. Steht auf 11:45. Ja, merkt euch mal die Zahl, 11:45. Ich möchte wissen, wenn ich das nächste Mal dahin gehe, ob die sich tatsächlich verändert oder so stehen bleibt. Wir werden es sehen. Mal sehen, wer von euch aufpasst. Und ob ich da selber drauf aufpasse. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber... Wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott. Das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. So, den Flügel haben wir schon wieder intakt gesetzt. Habe ich schon Punkte? 500, ja. Klinik, die soll ich jetzt erstmal als erstes in Betrieb nehmen, ne? Jeder Flügelausbau entsperrt eine Fertigkeit. Fertigkeiten, Mods oder Talente. Jeder durchgeführte Ausbau bringt Ihnen ein oder mehrere Vorteile. Alle Vorteile sind im Vorteilreiter des Fertigkeitsmenüs aufgelistet. Ja, das wissen wir doch. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Sie sollten das in Rechnung stellen. Neue Fertigkeit, neuer Vorteil. Gut, da ich eh mehr als Medic unterwegs bin, normalerweise, oder auch so,
Nee, so auch so bei Battlefield, Sanitäter und so, ist halt immer was Gutes, wenn man da einen dabei hat. Gut, dann nehme ich nämlich als zweite Fertigkeit diese hier. Den Scan, den brauche ich definitiv. Das habe ich jetzt so. Talente. Was habe ich denn? Ich habe gedacht, ich habe ein Talent freigeschaltet. Ausbau des Medizin, Dekontaminierung. Ach so. Das kommt dann erst später. Den Rest, das kriege ich jetzt noch nicht. Okay. Mit Stufe 15 entsperrt, Leute. 15. Hier, aber das kriegen wir schon. Erweitert das erste Hilfeset mit um einen Platz. Das ist jetzt automatisch passiert? Ja. Toll. Gut, dass ich mir die Vorteile auswählen kann. Ich dachte, ich konnte selbst bestimmen, was ich da reinhauen möchte. Jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Ja, ja, meine Freunde. Da haben wir alle Hände voll zu tun. Und ja, die erste Hauptmission wieder haben wir abgeschlossen, beziehungsweise das Einsatzziel abgeschlossen. Für diese Folge soll es denn das erstmal gewesen sein. Wir haben ja jetzt erstmal ein paar genug Leben gerettet. Und liebe Freunde, damit würde ich sagen, lege ich mich erstmal aufs Ohr, verabschiede mich von euch und wünsche euch wie immer was. Euer Gunshot. Are you listening? Damn.